Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ganz genau. Und ja, wir sind hier bei Assassin's Creed 2. Schon etwas länger her. Und ja, ich höre gerade, ob ich überhaupt aufnehme. Ja, ich nehme auf. Perfekt. Sehr gut. Und ja, dann wechsle ich gerade mal zu. Genau. So. Ja. Ja, wir bestechen ihn gerade mal hier. Ich bin The Firestone LP übrigens. Und das war schon mal ein sehr guter Anfang. So, wir werden jetzt kurz mal hier Steckbriefe machen. Ja, ich weiß, dass hier Bartolomeo haust. Deswegen bin ich ja hier eigentlich. Und tun hier gerade mal abreißen. Dann gucken wir kurz auf die Karte. Irgendwelche Nebenmissionen. Gerade da haben. Wir hatten ein Rennen. So was, wir machen jetzt mal ein Rennen. Wir machen wirklich mal ein Rennen. Gerade. Probieren das gerade mal. Das dürfte jetzt nicht. Okay. Ja. Wir sind jetzt hier und haben Bartolomeo und Alviano befreit. Jetzt letztes Mal. Und ich habe mich jetzt direkt mal auf Offline gestellt, damit ich keine, unangenehmen Überraschungen habe. Okay, ich bin eigentlich direkt schon mal falsch gelaufen. Kann man eigentlich schon sagen. Ja, ich weiß, dass es keinen Grund gibt. Ja, dieser Mann, der ist jetzt eigentlich völlig egal euch. Ich will nur zu dem Rennen. Und das noch abschließen und dann habe ich, glaube ich, auch alle Rennen gemacht, ne? So, hi. Ich hörte, dass ihr schnell seid. Ich auch. Würdet ihr mir ein kleines Rennen gewähren? Ja, mal sehen, wie die Strecke so ist. Venezianische Eile. Wie schnell seid ihr, Assassine? Mal sehen, ob ihr meine bis Westzeit schlagen könnt. Ich hoffe es doch. Lauf, Junge, 22. Ja, das geht ja eigentlich noch. Okay, ich laufe einfach weiter. Ist das irgendwo hier oben? Oh, fuck. Super, habe ich schon mal direkt verkackt. Ja. Nicht gefährlich? Komm hoch hier. Komm, lauf. Komm, lauf. Wir müssen es noch schaffen. So, jetzt ist 10. Und das wird knapp. Das wird knapp. Nee, eigentlich bin ich nicht betrunken. Er
Er wird doch jemanden verletzen, wenn er so weit. Ja. Scheiße. Komm, komm, komm. Okay, das werde ich wohl nicht mehr schaffen. Oh, ja, okay, ich werde es wohl nicht mehr schaffen. Nein. Ey, der springt ja auch irgendwie komplett falsch. Naja, egal. Ja. Egal. Scheiße. Der ist gerade Zeit abgelaufen, super. Mann, kann das nicht besser laufen? Was ist denn los hier? Ah, jetzt mit einem Schluck trinken. Oh Mann, Alter. Wow. Aber jetzt habe ich ja so langsam den Dreh raus. So langsam. Komm, lauf einfach durch. Lauf einfach durch. Boah, Gott sei Dank festgehalten. Egal, den muss ich jetzt killen. No. Komm, komm, komm. Lauf. No. Oh, schon wieder bin ich da runtergeflogen. Ich bin ja schon besser dran, Mann. Komm. Da, okay. Nein! Bin ich ja schon wieder runtergefallen. Komm. Ach, da. Okay, okay, komm. Bitte enttäusch mich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich brauche dann noch einen dritten Versuch für. Ah, zwei Ziele hätten mir noch gefehlt. Nein! Ach komm! Ach komm! Ich glaube, ich werde den später machen. Okay, es reicht mir jetzt erstmal. Es reicht mir jetzt erstmal. Ach komm, die Rennen sind doch echt scheiße. Ja, ich glaube, ich werde die Erinnerung abbrechen. Ja, es tut mir jetzt leid an alle, die jetzt sich gefreut haben, wie ich geil jetzt ein Rennen mache. Ich bin aber nicht der Pro in sowas. Muss man echt sagen. An alle Bürger der erlaubtesten Republik. Als Folge der gestiegenen Anzahl von... Okay.
Dann werde ich jetzt erstmal die Mission machen. Also, naja. Was redest du wieder? Ach, aber die Rennen sind auch echt manchmal richtig scheiße, ja? Dann geht das hin und her und die Checkpoints sind so weit gesetzt und so und... Naja, das ist echt übel. Ja, tut man. So, dann gehen wir mal zu, Bartolomeo Dalviano. Super, haben wir jetzt schon mal ein bisschen Zeit verplempert. Na egal. Gehen wir mal dahin. Bianca! Bianca! Ist alles in Ordnung? Was denkt ihr denn? Schaut euch nur um! Und die arme Bianca, wenn ihr etwas geschehen ist. Aha! Oh, meine Liebste. Gott sei Dank geht es dir gut. Ezio, das ist Bianca. Bianca? Ezio. Entzückt? Also, ich weiß eure Namen, aber nicht, warum ihr hier seid. Es sind Geschäfte mit Silvio Barbarigo. Könnt ihr mir helfen? Ah, es wäre mir eine Ehre. Aber es wird mehr brauchen als nur uns zwei. Drei, um seine Streitmacht zu schwächen. Was meint ihr, was zu tun ist? Ich gehe und bereite meine Leute vor. In der Zwischenzeit befreit ihr die, die bei Silvios Angriff gefangen wurden. Mein Gewissen sagt mir, dass ich sie nicht zurücklassen darf. Verstanden. Ich werde mich darum kümmern. Viel Glück da draußen, Ezio. Sehr erfreut, Bianca. Naja, lasst niemanden zurück. Die Söldner befreien, die im ganzen Bezirk Castello gefangen gehalten werden. Okay, dann machen wir das mal. Kann bestimmt spaßig werden. Keine Fische aus den Kanälen der Stadt zu verzehren. Es gilt als heilige Bürgerpflicht. Unser Kämpfe nähert sich. So lacht und tanzt und singt. Okay, klettern wir mal hier hoch. Okay, da. Was sollen wir mit denen machen? Den Käfig ins Wasser, sage ich. Lass sie ertrinken und es ist vorbei. Silvio will sie lebend. Er meint, er könne sie von unserer Sache über... ...erzeugen. Darauf würde ich nicht zählen. Die sind genauso loyal wie dumm. Alles klar. Wenn ihr das so seht, dann ist euch nicht mehr zu helfen. Er ist es. Tötet ihn! Ich muss mir dringend ein neues Schwert holen, merke ich gerade. Mal weg, Alter. Komm raus hier. Vielen Dank für die Hilfe, Freund. Wir würden mit euch kämpfen, wenn ihr uns wollt. Nee, ich will euch nicht. Hier lang. Es gilt als heilige Bürgerpflicht, diese Warnung an alle Besucher der erlauchten Republik weiterzugeben. Na, hier ist kein Schmied, ne? Kommt mal mit hier alle. Willkommen im Land der Schmerzen, Bastardo. Ich hab genug von dir. Komm doch her. So, erstmal den hier von hinten ausgeschaltet. Pack
Meine Fresse. Ich will hier nur kurz den Aussichtspunkt machen, Freunde. Bleibt mal unten. Abwarten. Danke, das wäre sehr nett. Es ist... Boah. So, hoch hier. Ich will kurz hier den Aussichtspunkt machen. Wenn er gerade hier in der Nähe ist, dann kann man den mal schnell machen. So. Alles cool und so. Das freut mich ja. Da ist noch eine... Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Okay, reparieren. Okay, geht ja nicht. Rüstung. Okay, stimmt. Waffen. Ja, dann gibt ihn mir doch. Ich brauche ein Schwert, Mann. Mailänder-Schwert. Streiter mit Söldners. Kaufe ich mir halt das Mailänder-Schwert mal gerade. Und füll gerade meine Munition auf. Bitte schön, der Herr. Empfehlt mich euren Freunden. Bleibt dran. So. Es gibt nur eine Lösung für Filzläuse. Tut das nicht, Capo. Hier bringe ich Manieren bei. So. Komm, lauft hinter mir her. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Kommt hinter mir her. Er hat doch was zu verbergen. Da ist er. Lazu! Lazu, du kannst das tun, gefällt, träumt so. Ich prügel dir dein Gentleman auf dem Gesicht, Kanada. Okay, komm her. Erstmal die Beine weggezogen, komm. Es gibt nur eine Lösung für Filzläuse. Bringe ich mal hier in Hand. Willkommen in der Schmerzen, Bastardo. So geil, wenn man von hinten kommt und dann... Ja, stirb, du Wichser. Ja, wo ist denn jetzt der Steckbrief? Kurz den Checkbrief lösen. Ach egal, ich scheiß jetzt auf den Steckbrief. So, aufmachen, komm. Wir sind bei euch, Freund. Geht einfach vor. Okay, alles klar, kommt mit. Mir nach. Da ist der Steckbrief. Gut zu wissen. Was? Verstehe kein Wort. Wir erinnern die Bürger daran. Oh, wirklich? Die Fatsch und Kurokosi. So.
So, war das wirklich so schwer? Ich muss weg hier. Heilige Pilger haben berichtet, dass der Händler Daedalus mit seiner Komm her. Bam. Komm her. Komm, greif an. Normalerweise benutzt man die, um sie gegen Leute zu schwingen. Genau. Tot. Geh noch nicht immer im Kreis so. Komm, greif an. Non ce la fai a colpirmi, eh? Diesmal helfen euch eure Mütter nicht. Boah, Junge, Weitwurf in your face. Beach. So, interagieren. Wir gehen mit euch. Gemeinsam werden wir die Barbarigo vernichten. Yo, alles klar, Freunde.